Hektor. Was für ein klingender Name. Einer der großen Krieger des Trojanischen Kriegs. Achilles, Odysseus, Ajax. Aber Hektor war vielleicht der größte Krieger der Trojaner. Um diesen Namen gerecht zu werden, da musst du dich noch beweisen. Du hast ja schon einige Siegerungen und auch einige Titel. Du bist ein guter Kämpfer. Aber um in den Olymp aufzusteigen, das weiß ich nicht, ob es dafür reicht. Ich hingegen, ich bin der Obermacker. Ich bin schon im Olymp des Wrestling-Sports. Ich habe nichts mehr zu beweisen. Und übrigens, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Hektor ist bei uns auch der Name für den Klopümpel. Also wenn einer ein gewaltiges Ei in die Schüssel legt, dann brauchst du den Hektor. Ich glaube, ich brauche ihn nicht zu erklären. Also, entweder Toilettenutensil oder griechischer Held. Es wird sich noch zeigen. Ich auf jeden Fall. Ich bin und bleib der Obermacker. Aber das kann nicht jeder.